Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Herr Kaiser, der Weiße Ring ist ein Verein, der Opfern von Straftaten hilft. Wie genau sieht diese Hilfe aus? Ja, wenn Menschen Opfer von Straftaten geworden sind, sind sie oft sehr traumatisiert. Die Anzeige bei der Polizei ist sicherlich das Erste, was die meisten dann tun. Aber wie es dann weitergeht, da benötigen sie Hilfe und da kommen wir dann, indem wir ein Gespräch mit ihnen führen. In diesem Gespräch wollen wir herausfinden, wie man effektiv helfen kann. Und wir betreuen diese Opfer dann auch weiter, oftmals auch über einen längeren Zeitraum. Und wir vermitteln sie weiter an Stellen, wo ihnen geholfen werden kann, Rechtsanwälte, Psychologen und so weiter. Sie und Ihre Frau sind über 20 Jahre beim Weißen Ring. Können Sie uns vielleicht mal an einem Beispiel sagen, wie diese Hilfe, wie Ihre ehrenamtliche Arbeit abläuft? Die Opfer nehmen Kontakt zum Weißen Ring auf über die Telefonnummern und geraten dann an unseren Außenstellenleiter. Und er verteilt praktisch auf seine Mitarbeiter und wir suchen dann diese Opfer auf, meist an einem neutralen Ort, und führen mit ihnen das Gespräch. In dem Gespräch, sagte ich schon, wollen wir feststellen, wie effektiv geholfen werden kann. Oftmals bleibt es auch schon bei diesem Gespräch, dann können wir raten, wie sie weiter verfahren wollen. Oder wir leisten weitere Hilfe durch Beratungs- und Betreuungschecks oder auch durch Zuwendung, finanzielle Zuwendung bei akuten Notfällen. Der Weiße Ring hat ja in der Kreisstadt keine Außenstelle als Anlaufpunkt für mögliche Opfer. Wie finden Sie denn den Weg zu Ihnen? Ja, wir haben kein Büro hier. Die potenziellen Opfer können zu uns Kontakt aufnehmen über die allgemein bekannte bundesweite Rufnummer 116006, können aber auch im Internet unter Weißen Ring uns sich durchzippen bis zu uns, erhalten dann die Telefonnummer des Außenstellenleiters und der setzt uns dann ein und dann kommen wir zusammen. Auf der jüngsten Ehrenamtsmesse habe ich Sie und Ihre Mitstreiter getroffen. Hat der Tag für Sie etwas gebracht? Ja, dieser Tag hat schon was gebracht. Der Weiße Ring war in der Öffentlichkeit präsent, nicht? Auch optisch und auch sichtbar. Man knüpft Kontakte, man erfährt von anderen Ehrenamtlern, die auch auf unserer Strecke tätig sind. Wir sind ja keine Konkurrenten. Und es hat sich über diese Messen doch schon ein Netzwerk herausgebildet. Wir arbeiten mit der Frauen helfen Frauen, mit der Initiative in Rostock zusammen, die sich spezialisiert hat auf häusliche Gewalt, auf sexualisierte Gewalt, oder mit dem Netzwerk Lobby, das speziell rechte Gewalt hat in ihrem Arbeitsfeld. Nicht zu vergessen das Frauenschutzhaus, ja, das oft angefahren werden muss, oder andere Ehrenamtler, die auf unserer Strecke halt auch tätig sind. Man lernt sich kennen, dort spricht sich ab. Welche Voraussetzungen müssen eigentlich Interessenten, die im Weißen Ring mithelfen möchten, erfüllen? Ja, besondere Voraussetzungen. Sie müssen gut zuhören können, ein vertrauensvolles Gespräch entwickeln können und müssen natürlich auch Kenntnisse haben über die Hilfen, über die wirksamen Hilfen. Um die sich anzueignen, finden vom Weißen Ring auch Lehrgänge statt, Grundlehrgänge und auch Aufbaulehrgänge, in denen man dieses Wissen und auch die Fähigkeiten erwerben kann. Ja, Herr Kaiser, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrer Arbeit. Und vielleicht meldet sich der eine oder andere, der dieses Interview gehört hat und möchte bei Ihnen mitarbeiten. Ich danke auch. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.